Werte Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie heute zu diesem öffentlichen Vortrag begrüßen zu dürfen. Stefan Dierauer und ich sind die Kinderorthopäden, die hier im Balgrist wie auch im Kinderspital arbeiten. Unser Vortrag ist zweigeteilt. Ich werde zuerst über Beinachsen sprechen bei Kindern und Dr. Dierauer dann im zweiten Teil über die Behandlung der kindlichen Hüfte. Die Orthopädie begann eigentlich mit der Kinderorthopädie und dabei wurde das berühmte Bäumchen, das Sie hier auf dem Bild sehen, gebildet. Und Orthopädie bedeutet eigentlich gerade frei von Deformität machen und dies bei Kindern. Nun, ausgeprägte Beinlängendifferenzen und Achsfehlstellungen werden als mögliche Ursache für Rückenschmerzen wie auch für die Entwicklung von Abnutzungserscheinungen in Gelenken, also die Arthrose, bezeichnet. Und Ziel der Behandlung der Kinderorthopädie ist es, solche Deformitäten, wie Sie hier auf diesem Foto sehen, zu verhindern und, wenn sie auftreten, zu korrigieren. Beinlängendifferenzen und Achsfehlstellungen können mit verschiedensten Behandlungsschemen korrigiert werden. Man kann ein zu kurzes Bein verlängern, man kann ein zu langes Bein verkürzen, man kann Fehlstellungen mit einer Korrekturosteotomie korrigieren. Diese drei Varianten, die sind möglich im Kindesalter, aber auch im Erwachsenenalter. Hingegen die Epiphysodese, also die Wachstumslenkung, ist nur im Kindesalter möglich. Die kann man entweder temporär oder definitiv durchführen. Und nicht zuletzt, was aber auch wichtig ist, fast jegliche Fehlstellung kann auch mit orthetischen Mitteln versorgt werden. Nun, bevor man bei Kindern Achsfehlstellungen diagnostiziert oder behandelt, muss man auch wissen, was ist überhaupt normal? Wie entwickeln sich die Achsfehlstellungen oder die normalen Achsen bei Kindern? Hier jetzt das Beispiel, wie sich die Beinachse entwickelt von X- und O-Beinen. Also bei Geburt sind bei den Neugeborenen die Achsen im Bereich der Beine O-Beine. Und sobald sie mit ungefähr einjährig zu gehen beginnen, korrigiert sich das zu einem überschießenden X-Bein über. Das heißt, im Alter von 2 bis 5 Jahren sind ausgeprägte X-Beine normal, welche beim Erwachsenen als pathologisch anzusehen werden. Hier sehen Sie das Beispiel eines damals 2,5-jährigen Knaben mit ausgeprägten X-Beinen. Im Röntgenbild sehen Sie, wie die Belastungsachse, also die mechanische Achse, außerhalb des Kniegelenks verläuft. Spontan innerhalb von 1,5 Jahren mit dem Wachstum korrigiert sich diese Achse zunehmend, ohne dass irgendeine Behandlung notwendig wäre, wie Physiotherapie oder Einlagen oder irgendwas, sondern einfach das spontane Wachstum korrigiert die Fehlstellung. Das Gegenteil kann auch sein, dass bei Gehbeginn die O-Beine persistieren. Und Sie sehen hier ein Foto eines Kindes mit leichten O-Beinen. Im Röntgenbild sieht man die Achse ebenfalls O-beinig, normale knöcherne Struktur. Und auch da, mit Zuwarten, korrigiert sich das spontan, ohne dass irgendeine Behandlung notwendig ist. Nun kann man aber auch Krankheiten haben, die zu Fehlstellungen führen, wie beispielsweise hier ein Vitamin-D-Mangel, welcher rein medikamentös, also mit der Substitution dieses Medikamentes, zu einer Achskorrektur führt. Hier sehen Sie über ein Jahr Vitamin-D-Substitution. Man sieht, dass die Wachstumsfugen, welche hier ganz aufgelockert erscheinen, sich normalisieren und auch die Achse sich begradigt. Nun, wo wächst der Knochen überhaupt? Da gibt es die Wachstumsfugen, wovon an der unteren Extremität eigentlich 4 Wachstumsfugen vorhanden sind, kniegelenksnah, wie auch im Bereich der Hüfte und im Bereich des Sprunggelenkes je eine Wachstumszone. Wichtig in der Kinderorthopädie ist die Wachstumsberechnung, also das Abschätzen können, wie viel wächst ein Patient noch, um die Wachstumspotenziale korrekt ausschöpfen zu können. Um das berechnen zu können, braucht man vom Kind die entsprechende Körpergröße, also die Höhe in Zentimeter,
Und beispielsweise anhand eines Handröntgens, da gibt es so Atlässe, wo man dann nachschauen kann, wie alt ist der Knochen. Anhand von dem kann man dann das Skelettalter bestimmen. Dieses Handröntgen hier ist für ein Skelettalter von einem 15-Jährigen typisch. Dann gibt es Tabellen, komplexe Tabellen mit Zahlen drin, sind aber an und für sich relativ einfach dann zu berechnen. Wir haben also das Handröntgen gehabt mit 15 Jahren Skelettalter. Das bedeutet bei einem Knaben, der auch 15-jährig ist, noch ein Wachstum von 96,8% erreicht. Das heißt, es bleiben noch 3,2% ungefähr Restwachstum. Und anhand der Körpergröße, die man hat, kann man sich dann ausrechnen, wie viel Restwachstum noch übrig bleibt. Nun, nicht jede Wachstumsfuge wächst genau gleich viel und gleich schnell. Auch das hat man auch berechnet und herausgefunden, dass die kniegelenksnahen Fugen 2/3 des Wachstums im Bereich der unteren Extremität ausmachen. Im Bereich des Femurkopfes oben, wie auch im Sprunggelenkbereich, sind es je um die 17-18%. Nun, wozu sind diese Berechnungen notwendig oder wozu kann man sie brauchen? Dies hilft uns zu berechnen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wenn eine Verlängerung beispielsweise bei einem Patienten durchgeführt werden kann, oder wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Epiphysiodese durchführen zu können. Hier ein Beispiel einer Verlängerung, die man dann später gemacht hat. Sie sehen diesen Patienten mit einer komplexen Beinlängenfehlbildung. Sie sehen, dass der Oberschenkelknochen viel, viel, viel kürzer ist als auf der Gegenseite. Primär mit Orthesen versorgt, sodass er mit einem geraden Becken laufen kann. Bei diesem Patienten wurde dann eine Verlängerung durchgeführt. Hier sehen Sie das am Modell geplant, wo man ein äußeres Gestell ums Bein montiert, wo dann der Knochen durchtrennt wird, hier auf dieser Höhe, und dann 1 mm pro Tag auseinandergezogen wird und man dann 4, 5, 6 cm Beinverlängerung erreichen kann. Hier sehen Sie dann das Bild nach abgeschlossener Verlängerung, wo man gut sieht, dass nun das Becken horizontal eingestellt ist. Hier ein anderes Beispiel bei einer Patientin mit einem Kleinwuchs, bei einer Stoffwechselkrankheit mit einer Körpergröße von 1,44 m, die im Alltag mit dieser Körpergröße nicht zurechtgekommen ist. Da haben wir zweizeitig eine Verlängerung durchgeführt, zuerst am Oberschenkel mit diesem äußeren Gestell und später dann am Unterschenkel. Hier sehen Sie die Bilder mit dem Befund vor der Verlängerung. Unter der Verlängerung sehen Sie das äußere Gestell. Hier wurde der Knochen durchtrennt und 1 mm pro Tag auseinandergezogen. Und Sie sehen hier diese Strukturen, das ist der Knochen, der sich neu bildet. Insgesamt haben wir bei dieser Patientin 6 cm am Oberschenkel verlängert und dann später noch 5 cm am Unterschenkel. Nun, das war jetzt eine Verlängerung einfach in einer Ebene. Nun gibt es aber auch häufig Fehlstellungen und Fehlbildungen, die dreidimensional sind, wo man sowohl eine Beinverkürzung hat, dann aber auch noch einen Rotationsfehler und zusätzlich ein O- oder ein X-Bein hat. Und für das zu korrigieren, gibt es ein sehr gutes Gerät, den sogenannten Taylor Spatial Frame. Das ist ein Hexapode, entwickelt von einem Ingenieur, der das bei den Flugsimulatoren abgeschaut hat. Ein Flugsimulator steht auf 6 Beinen und kann somit jede Position im Raum einnehmen. Und das ist das Gleiche bei diesem Ringfixateursystem. Da kann man an jeder dieser Stangen einzeln drehen und so eine dreidimensionale Korrektur erreichen. Also man kann verlängern, man kann eine Translation erreichen, man kann eine Rotation korrigieren und auch Achsenkorrekturen gleichzeitig erreichen. Hier sehen Sie das Beispiel anhand eines Röntgenbildes. Sie sehen normal ausgebildete Oberschenkel,
dann am Unterschenkel sehen Sie, dass nur das Schienbein nur vorhanden ist, die Fibula, also das Wadenbein, fehlt. Und Sie sehen, dass durch das eine Fehlstellung in der X- und O-Ebene vorhanden ist. Zusätzlich war auch noch ein Rotationsfehler vorhanden und die Proportionen von Ober- zum Unterschenkel stimmen überhaupt nicht. Und da wurde mit diesem Ringfixateursystem eine dreidimensionale Korrektur erreicht, insgesamt auch 5 cm verlängert. Nun kann man das natürlich nicht nur an langen Röhrenknochen machen, sondern auch beispielsweise an den Füßen. Hier ein Beispiel bei einer Patientin, wo ein Knochen im Mittelfußbereich zu kurz angelegt ist und das zu dieser Fehlform des vierten Zehens führt. Auch hier sehen Sie dann ein äußeres Gestell, wo dann eine Verlängerung von 0,5 bis 1 mm pro Tag durchgeführt wurde. Hier das Röntgenbild, wie Sie sehen, dass das Köpfchen des vierten Strahles nicht harmonisch mit den anderen Köpfchen der anderen Strahlen eingestellt ist und dann im Verlauf der Verlängerung sehen Sie hier auch wieder die Knochenneubildung, die Verlängerung und nun sehen Sie, dass vorne die Zehen ganz schön harmonisch eingestellt sind. Diese Zeitdauer ging die Behandlung über 5 Monate. Nun gibt es eben im Wachstumsalter noch die Möglichkeit mittels Epiphysothesen, also Wachstumslenkungen bei den Fugen, eine Achskorrektur zu erreichen. Der Vorteil dieser Behandlung ist, es ist minimalinvasiv und nur während des Wachstums möglich. Im Erwachsenenalter ist die Korrektur dann eben nur noch mit Osteotomien möglich. Man unterscheidet zwischen definitiven und temporären Epiphysothesen. Bei der temporären Epiphysothese bringt man im Bereich der Fuge, die Sie hier sehen, eine Platte mit 2 Schrauben ein, die das Wachstum bremst. Das heißt, hier auf dieser Innenseite wächst es nicht und dafür kann die Fuge auf der Außenseite wachsen und so kann man eine Achsfehlstellung korrigieren. Bei der definitiven Epiphysothese wird das Gleiche auch gemacht. Der Unterschied ist einfach, dass man die Wachstumszellen zerstört mit einem Bohrer. Das heißt, die Berechnung muss sehr genau sein, damit dann auch die gewünschte Korrektur eintritt und es nicht zu einer Über- oder einer Unterkorrektur führt. Jede dieser Methoden hat einige Vor- und Nachteile, die Sie hier in dieser Liste aufgestellt sehen. Bei der definitiven Epiphysothese ist das Alter, wo man das durchführen kann, muss ganz genau berechnet werden. Die temporäre Epiphysothese kann man auch schon in den jüngeren Jahren machen, weil wenn die Achskorrektur erreicht ist, kann man die Platte entfernen und dann wachsen die Fugen wieder normal. Die Kosten der definitiven Epiphysothese sind natürlich geringer, weil man kein Implantat braucht und wenn man gut geplant hat, es nur eine Operation braucht. Bei der temporären Epiphysothese braucht es immer 2 Eingriffe. Hier sehen Sie das Beispiel einer Beinlängendifferenz von 4 cm, wo die Patientin keine Verlängerung des zu kurzen Beines wollte, sondern einen minimalinvasiven Eingriff, wo man mit einer definitiven Epiphysothese der kniegelenksnahen Fugen eine Wachstumsstopp erreicht hat. Hier sehen Sie vor der Operation eine Beinlängendifferenz von 4 cm mit einem ausgeprägt schiefgestellten Becken, dann das Ausbohren der Fuge, Auskratzen nochmals der Fuge und dann sehen Sie, 2 Jahre später ist bei praktisch abgeschlossenem Wachstum die Beinlänge praktisch ausgeglichen. Nun kann man eben auch X- und O-Beine mit solchen Wachstumslenkungen korrigieren. Dieser Patient hatte ein Ellis van Creveld-Syndrom. Das ist eine Krankheit, wo das Herz sehr stark mitbeteiligt ist und alle diese Patienten eine X-Beinstellung haben. Das sehen Sie hier vor der Operation, das Resultat nach der Behandlung mittels einer Epiphysothese. Hier anhand des Röntgenbildes sehen Sie, dass die Belastungsachse außerhalb des Knies verläuft, also der Patient ein hohes Risiko hat, im Erwachsenenalter Arthrose im Bereich des Knies zu entwickeln. Dann mit diesen Plättchen wurde die
Fuge auf der Innenseite des Knies blockiert. Mit dem Wachstum sehen Sie, wie sich dann die X-Beinachse korrigiert hat nach der Entfernung. Und bei Wachstumsende sehen Sie, dass die Beinachse nun schön gerade ist. Dies hat nun ca. 8 Monate gedauert, bis die Achskorrektur erreicht war. Hier das Beispiel eines 3-jährigen Mädchens, welche ausgeprägteste O-Beine hatte, die sich spontan ausnahmsweise nicht korrigiert haben. Mit 3-jährig hat das Mädchen dann aufgehört zu laufen, weil es Knieschmerzen hatte. Da haben wir auch eine Wachstumslenkung gemacht und Sie sehen, auch innerhalb von 8 Monaten hat sich diese ausgeprägte O-Beinstellung wunderschön korrigiert. 6 Monate postoperativ, immer noch gerade Beinachsen. Ich habe das Mädchen vor kurzem gesehen, 2 Jahre nach Durchführung dieses Eingriffs, immer noch gerade Beine. Etwas kurz zur Technik der definitiven Epiphysiothese. Man braucht dazu 2 Bohrer mit einem Durchmesser von 3,2 und 4,5 mm, wo man diese Wachstumsfuge sternförmig aufbohrt, noch mit einer Gürette nachkratzt. Postoperativ dürfen die Patienten 2 Wochen keinen Sport machen, nachfolgend sukzessive wieder eine sportliche Aufnahme beginnen. Der Eingriff kann teilweise ambulant, meistens kurzstationär durchgeführt werden. Wir haben über die Durchführung der definitiven Epiphysiothese unsere Zahlen auch mal nachkontrolliert, bei 22 Patienten eine definitive Epiphysiothese durchgeführt, insgesamt 73 Hemiepiphysiothesen. Bei 9 Patienten musste ein gestaffeltes Vorgehen durchgeführt werden, also bei Patienten, wo eine kombinierte Fehlstellung vorhanden war, mit einer Beinlängendifferenz und einer Achsfehlstellung, da, wo man beispielsweise zuerst die Achse korrigiert hat und dann auf der Gegenseite noch die Fuge zugemacht hat, um dann das Resultat zu halten. Eine erfolgreiche Korrektur konnte in 21 von 22 Patienten damit erreicht werden. Beim einen Patienten, wo es nicht funktioniert hat, war das ein sehr junger Patient, wo man dann mit einer Korrekturosteotomie noch weiter korrigieren musste. Man kann aber auch beispielsweise Achsfehlstellungen im Bereich des Rückfußes korrigieren. Hier sehen Sie einen Patient, der mit Klumpfüßen früher operiert wurde und Schmerzen im Bereich des Innenknöchels hatte mit einer relativ ausgeprägten X-Stellung des Rückfußes, wo man mit einer Schraubenepiphysiothese im Bereich des Innenknöchels auch das Wachstum hier blockiert hat und auf der Außenseite konnte es weiter wachsen und Sie sehen, wie sich die Rückfußstellung gut korrigiert hat und der Patient nachfolgend beschwerdefrei wurde. Die Epiphysiothese ist zusammengefasst eine sichere minimalinvasive Methode zur Korrektur von Achsfehlstellungen und zur Korrektur von Beinlängendifferenzen. Wichtige Voraussetzung ist, dass die Berechnung korrekt durchgeführt wird und dass auch Kontrollen bis zum Wachstumsende durchgeführt werden, damit Über- oder Unterkorrekturen vermieden werden können. Bisher habe ich ja nur gesprochen von der unteren Extremität, auch Fehlstellungen im Bereich der oberen Extremität, wie hier beispielsweise eine Fehlstellung nach einer Ellbogenfraktur, können mit Korrekturosteotomien korrigiert werden. Zusammenfassend kann man sagen, die Wachstumslenkung kann entweder einfach sein bei einer kleinen Beinlängendifferenz, kann jedoch auch komplexe Fehlstellungen können heutzutage gut mit den geeigneten Methoden korrigiert werden. Wichtig ist eine korrekte zeitnahe Planung und Kontrollen bis zum Erwachsenenalter. Das wäre nun mein Teil gewesen und Dr. Dierauer würde nun über die Hüfte sprechen. Liebe Anwesende, meine Thematik, die Hüfte während des Wachstums. Sie können sich vorstellen, dass jedes dieser hier abgebildeten Kinder mit großer Wahrscheinlichkeit ein anderes Problem haben kann. Der Säugling, der leidet in erster Linie unter einer sogenannten Hüftdysplasie. Allenfalls erleidet er eine Infektion des Hüftgelenkes. Das Kleinkind, das hat mit größter Wahrscheinlichkeit einen Hüftschnupfen,
wahrscheinlich die häufigste Hüfterkrankung im Wachstumsalter. Gelegentlich kann aber auch bei diesen Kindern eine Hüftinfektion auftreten und auch ein Morbus Pertes, eine Durchblutungsstörung des Hüftkopfes, findet sich bei diesen Kindern. Bei Kindern im Schulalter, im Primarschulalter, dort kommt am meisten der Morbus Pertes, die Durchblutungsstörung, vor. Gehen wir weiter im Alter der Oberstufenschüler, dort findet sich in erster Linie die sogenannte Epiphyseolyse. Es handelt sich hierbei um ein Abrutschen des Hüftkopfes gegenüber dem Oberschenkelknochen. Die sogenannten Impingement-Beschwerden oder die Einklemmhüfte und natürlich dann auch mit zunehmender sportlicher Belastung Sportverletzungen. Ein sehr wichtiges Problem bei Kindern, das ist die Hüftluxation, insbesondere bei Kindern mit einer anderen Erkrankung, meist einer sogenannten Zerebralparese, einer angeborenen Lähmung ausgehend vom Hirn. Im Folgenden werde ich über die hier aufgezählten Themenkreise sprechen. Zwei Gruppen, welche ich nicht ansprechen werde, das sind die rheumatologischen Hüftprobleme. Dies in erster Linie deshalb, weil eine Entzündung des Hüftgelenkes meist nicht isoliert vorkommt, sondern sich in der Regel im Rahmen einer rheumatologischen Erkrankung findet, die mehrere oder alle Gelenke des Körpers betrifft. Auch auf die Tumoren kann ich nicht eingehen. Sie sehen aber, dass beinahe 14% aller Tumoren des Skelettes beim Kind im Bereich der Hüfte bzw. dem Becken zu finden sind. Das heißt, bei Schmerzen muss man auch an diese Pathologie denken. Ich möchte beginnen mit der Hüftdysplasie. Bei der Hüftdysplasie handelt es sich um eine ungenügende Ausbildung des Hüftgelenkes bei der Geburt. Die Diagnose dieser Problematik wird in der Regel mittels der Durchführung eines Ultraschalls gestellt. In der Regel bekommen alle Kinder, die in der Schweiz auf die Welt kommen, eine solche Untersuchung innerhalb der ersten 4 bis 6 Wochen nach der Geburt. Dies erlaubt, diese Problematik der nicht normal ausgebildeten Hüfte rechtzeitig zu erkennen. Hat ein Kind einen Risikofaktor? Risikofaktor heißt, dass es zum Beispiel einen Elternanteil hat, der ebenfalls eine Hüftdysplasie hatte, oder es handelt sich um eine Zwillingsschwangerschaft, das heißt, das Kind oder die Kinder hatten nicht genügend Platz während der Schwangerschaft, oder die Mutter hatte zu wenig Fruchtwasser, oder wenn man bei Geburt eine andere Deformität im Bereich des Bewegungsapparates feststellt, dann wird der Ultraschall zwecks Ausschluss einer solchen Hüftdysplasie bereits früher, das heißt in der Regel schon kurze Zeit nach der Geburt, durchgeführt. Die Therapie dieser Hüftdysplasie, die ist in der Regel konservativ möglich. Sie wird ermöglicht durch ein Tragen einer Schiene oder einer Bandage. Sie werden ein entsprechendes Beispiel zu sehen bekommen. Liegt eine Hüftluxation vor, die schlimmste Form dieser Hüftdysplasie, dann ist die Therapie aufwendiger, dann werden die Kinder meist hospitalisiert, sie müssen aufgehängt werden. Man muss an diesen Beinen ziehen im Sinne einer vorbereitenden Behandlung im Hinblick auf eine geschlossene oder dann offene Reposition der Hüfte. Die Nachbehandlung erfolgt dann mit einem Gips oder ebenfalls mit einer Schiene. Wichtig ist, dass alle diese Kinder, die wegen einer Hüftdysplasie behandelt wurden, bis zum Abschluss des Wachstumsabschlusses nachbetreut werden müssen. Heute wissen wir, dass eine Hüfte, die nach der Behandlung als normal angeschaut wird, sich auch noch während des letzten Wachstumsschubes, also in der Pubertät, verschlechtern kann und eine Restdysplasie am Schluss vorhanden sein kann.
die Prognose der Hüftdysplasie als solches ist bei rechtzeitiger Diagnose und korrekter Therapie gut und es sind kaum Nachfolgeoperationen notwendig. Hier ein Beispiel einer Hüftdysplasie. Sie sehen hier schematisch dargestellt, der Hüftkopf sollte deutlich tiefer sitzen und diese Strukturen sollten weiter unten sein. Auf dieser Seite sehen Sie den Ultraschall passend zu diesem Bild. Wir sind in der Lage, mehrere Winkel auszumessen und aufgrund des Ausmaßes dieser Winkel kann dann eine Einteilung gemacht werden, welche eine Aussage über den Schweregrad der Hüftdysplasie zulässt. Und je nach Schweregrad wird dann eine Therapie durchgeführt. Unten sehen Sie ein Beispiel einer Schiene, das ist die am meisten gebräuchliche Schiene, das ist eine sogenannte Tübinger Schiene. Diese Tübinger Schiene muss in der Regel über mehrere Wochen getragen werden. Das heißt, ein Kind, welches eine einfache Hüftdysplasie hat, eine Dysplasie, welche keinen großen Schweregrad hat, können wir mit dieser Schiene behandeln und alle 4 Wochen wird eine Nachkontrolle mit einer erneuten Ultraschalluntersuchung gemacht und sobald sich die Hüfte normalisiert hat, wir einen altersentsprechenden sonografischen Befund sehen, kann man die Therapie abschließen. Hier ein Beispiel einer Subluxation bzw. Luxation der Hüfte. Sie sehen, die Hüfte ist ganz nach außen gewandert. Sie würde hier hingehören. Das sogenannte Labrum, das ist dieser blaue Teil mit Knorpel zusätzlich, ist in das Gelenk eingeschlagen. Sie sehen auf der rechten Seite hier ein solches Beispiel. Das ist ein aktuelles Beispiel, ein Kind, das aus Kanada zu uns gekommen ist, welches dort nicht behandelt wurde. Wir sehen hier die Hüfte ganz weit oben und eigentlich würde diese Hüfte hier nach unten gehören. Bei diesen Kindern führen wir dann die sogenannte Overhead-Extension durch. Die dauert 1 bis 2 Wochen, manchmal auch 3 Wochen. Nach dieser Zeit wird dann eine geschlossene oder eine offene Reposition durchgeführt. Ob die Reposition geschlossen oder offen ist, das entscheidet sich meist im Rahmen dieses Repositionsversuches, aber es ist so, dass man nur sehr selten eine offene Reposition durchführen muss. In der Regel gelingt es, die Hüfte mittels einer geschlossenen Reposition, das heißt ohne eigentliche Chirurgie, zu reponieren, in die richtige Stellung zu bringen. Die Nachbehandlung erfolgt mittels eines solchen Gipses, wir nennen den Fett-Weiß-Gips. Der Gips ist in einer speziellen Stellung. Die Hüften müssen sehr stark gebeugt sein und gleichzeitig abgespreizt, sodass der Hüftkopf nicht hier draußen, sondern in der Mitte des Gelenkes sitzt und sich das Gelenk aufgrund der nun korrekten Position während den folgenden Wochen durch ein Nachwachsen, im Prinzip durch eine Umwandlung des vorhandenen Knorpels in Knochen normalisiert. Leider ist es so, dass wir immer wieder trotz der Durchführung des Ultraschalls solche Bilder sehen. Das ist ein Kind, welches wir wegen eines hinkenden Gangbildes nach Gebegin überwiesen bekommen haben und bei diesem Kind konnten wir dann mit einem Röntgenbild eine Dezentrierung des Hüftgelenkes erkennen. In dieser Situation genügt eine konservative Therapie nicht mehr. Hier mussten wir eine offene Hüftreposition durchführen. Das heißt, das Hüftgelenk wird vorbereitet, sodass der Hüftkopf wieder normal hier unten eingestellt werden kann. Dann muss man die Hüftpfanne ummeißeln und nach unten klappen, dass der Hüftkopf dann wirklich auch in der gewünschten Position bleibt und gleichzeitig muss man den Oberschenkelknochen verkürzen. Diese Verkürzung nutzen wir aus, indem wir dieses Stückchen Knochen, das wir hier wegnehmen, hier oben einsetzen, damit die Pfanne nicht mehr nach oben rutschen kann.
Ganz rechts sehen Sie das Bild nicht ganz 2 Jahre nach dieser Operation. Wie bereits erwähnt, ist die Prognose der Hüftdysplasie, wenn sie korrekt behandelt wird, gut. Früher hat man noch häufiger Operationen während der nächsten Jahre durchgeführt. Heute ist das nur noch selten der Fall. Dies in erster Linie deshalb, weil wir als neues Diagnostikum bei diesen Kindern auch das MRI einsetzen. Sie sehen hier ein Beispiel eines Kindes, bei dem man vermutet, dass dieses Gelenk noch nicht ganz normal ist, zumindest Knöchern im Vergleich zu diesem sehr schönen Gelenk. Wir haben dann ein MRI gemacht und im MRI konnten wir erkennen, dass das Gelenk knorpelig gesehen völlig normal ist, dass lediglich der Knochen noch nicht korrekt ausgebildet ist. Früher hätte man in dieser Situation eine operative Intervention durchgeführt. Heute warten wir in dieser Situation ab, weil die Wahrscheinlichkeit, dass im Verlauf des weiteren Wachstums dieser Knorpel sich in Knochen umwandelt, sehr groß ist. Ich möchte nun vom Säugling übergehen zum Kind im Vorschulalter. Bei diesen Kindern finden wir in erster Linie 3 Probleme, an der Spitze der Hüftschnupfen, dann die Hüftinfektion, welche jedoch auch im Säuglingsalter auftreten kann, und dann den Morbus Perthes, die Durchblutungsstörung des Hüftkopfes. Alle diese Probleme gehen einher mit einem hinkenden Kind. Wenn Sie ein hinkendes Kind haben, müssen Sie natürlich auch immer daran denken, dass allenfalls eine Beinlängendifferenz vorliegen könnte. Dieses Problem muss dementsprechend bei der Untersuchung ausgeschlossen werden. Vor vielen Jahren wurde am Kinderspital in Zürich durch die Radiologen bezüglich dieser Differentialdiagnose eine Untersuchung durchgeführt, welche klar gezeigt hat, dass die banale Erkrankung des Hüftschnupfens mit Abstand das häufigste Problem ist. Relativ doch sehr häufig aber auch die Hüftinfektion. Wichtig deshalb, weil die Hüftinfektion als solches immer vom Hüftschnupfen ausgeschlossen werden muss. Dies, weil der Hüftschnupfen als solches am Gelenk keinen Schaden hinterlassen kann. Die Hüftinfektion als solches jedoch, wenn sie nicht erkannt wird und nicht behandelt wird, das Gelenk zerstören kann. Ich komme zum Hüftschnupfen. Wie gesagt, der Hüftschnupfen ist ein banales Problem. Wir sprechen hier auch von der sogenannten Coxitis fugax. Fugax heißt flüchtend. Meist geht dieser Problematik ein banaler viraler Infekt voraus, meistens der oberen Luftwege. Die Kinder sind in der Regel gesund und haben kein Fieber. Sie klagen jedoch über Schmerzen und zeigen in erster Linie ein Hinken und bei der Untersuchung eine doch relativ steife Hüfte. Wichtig bei diesen Kindern ist, dass das Labor immer unauffällig ist, dass sich aber bei der Untersuchung des Gelenkes mit dem Ultraschall eine Flüssigkeitsansammlung im Sinne eines Ergusses zeigen kann. Die Therapie bei diesen Kindern besteht in einer Schonung oder Ruhigstellung. Gelegentlich muss man sie auch ins Bett legen. Parallel dazu müssen diese Kinder ein Schmerzmedikament geben, ein Schmerzmedikament, das zusätzlich auch die Entzündung bekämpft. In der Regel ein Präparat wie Brufen oder Voltaren. Wichtig zu wissen ist, dass die Flüchtigkeit nicht immer so korrekt ist, wie wir das gerne hätten. In bis zu 15% dieser Kinder kann es sein, dass die Schmerzen länger andauern oder dass es wiederholt zu Schmerzen kommt. Und in bis zu 20% wird später die Diagnose der Durchblutungsstörung des Hüftgelenkes gestellt. Hierbei muss man aber klar sagen, dass diese Coxitis fugax, der Hüftschnupfen, nicht übergehen kann in einen Morbus Perthes. Die beiden Erkrankungen präsentieren sich einfach im Anfangsstadium genau gleich.
zur septischen Coxitis. Bei der septischen Coxitis, das heißt bei der Entzündung des Hüftgelenkes, welches bedingt ist durch Bakterien, welche ins Gelenk geraten, haben wir in der Vorgeschichte meistens eine bakterielle Infektion, häufig auch der Luftwege. Diesen Kindern geht es in der Regel schlecht. Sie haben auch ein sogenannt septisches Aussehen, das heißt, sie sind bleich und so weiter. Wichtig ist zu wissen, dass diese Kinder nicht zwingend Fieber haben müssen, obwohl sie diese Problematik haben. Meistens haben sie Fieber, aber es ist nicht zwingend. Kinder mit einer septischen Coxitis, die möchten ihr Bein nicht belasten, die möchten im Bett bleiben. Diese Kinder sind auch nicht wirklich untersuchbar. Man kann diese Beine eigentlich nicht in die Hand nehmen. Im Gegensatz zum Hüftschnupfen finden sich dann in der Laboruntersuchung deutliche Zeichen einer Infektion. Im Ultraschall findet man wiederum eine Flüssigkeitsansammlung, einen Erguss. Wenn man Zeichen einer Infektion findet und einen Erguss im Ultraschall, dann ist das die Indikation für eine weitere Diagnostik. Das heißt, ein solches Gelenk muss punktiert werden. Bei diesen Kindern geht es meistens leider nur in Narkose, das heißt, sie müssen schlafen. Wenn man bei dieser Punktion Eiter findet, dann schließen wir in der Regel ein Spülen des Gelenkes an, je nach Alter des Kindes, je nach Ausmaß des Ergusses oder der Flüssigkeit, welche beim Punktieren gewonnen werden konnte. Und je nach Zeitdauer der Vorgeschichte kann dieses Spülen entweder mittels zweier Kanülen erfolgen oder bei kleineren Kindern durch ein Eröffnen des Gelenkes. Wenn die Kinder etwas größer sind, das heißt, jenseits des Alters von 6-7 Jahren, dann kann eine solche Spülung auch im Sinne einer Arthroskopie, also im Sinne einer Gelenkspiegelung, erfolgen. Im Anschluss an dieses Vorgehen, was sehr wichtig ist, kommt immer eine Antibiotikumtherapie, primär breit gefächert, in der Folge je nach Keim, je nach Erreger, der im Punktat gefunden werden konnte, natürlich auch speziell auf dieses Bakterium ausgerichtet. Gelegentlich benötigen diese Kinder noch einmal eine Spülung, wiederum offen oder dann arthroskopisch in Abhängigkeit des Alters. Dies insbesondere dann, wenn sich nicht innerhalb weniger Tage eine deutliche Besserung des Zustandes des Kindes, der Infektzeichen im Labor und auch des Vorhandenseins von Flüssigkeit im Gelenk abzeichnet. Es gibt Kinder, die brauchen gelegentlich 2, 3 oder sogar 4 Mal eine Spülung ihres Gelenkes. Wichtig auch bei diesen Kindern muss länger dauernd eine Nachkontrolle durchgeführt werden, um auszuschließen, dass diese Infektion einen Schaden am Gelenk hinterlassen hat. Hier 2 Zusatzinformationen. Sie sehen als Diagnostikum den Erguss. Das ist ein normales Gelenk. Das wäre der Knochen, das ist der Hüftkopf und hier oben wäre die Schleimhaut des Gelenkes. Und Sie sehen, im Seitenvergleich ist diese Schleimhaut nicht so stark abgehoben und auch nicht verdickt wie hier. Das heißt, das ist das Gelenk mit dem Infekt. Auf der rechten Seite sehen Sie als zusätzliches Diagnostikum noch ein MRI. Mit dem MRI wollen wir insbesondere wissen oder ausschließen, ob nicht nur das Gelenk hier mit Flüssigkeit, sondern auch der Knochen von der Problematik betroffen ist. Das heißt, wir versuchen eine sogenannte Osteomyelitis, eine Infektion des Knochens, auszuschließen. Es kann auch sein, dass die Infektion primär hier im Knochen war und dass sie dann von hier ins Gelenk gewandert ist. Ganz unten ein Beispiel eines Kindes, welches ebenfalls unter einer septischen Coxitis gelitten hat. Die Diagnose bei diesem Kind wurde wohl rechtzeitig gestellt. Man hat unmittelbar mit einer antibiotischen Therapie begonnen.
Im weiteren Verlauf ist es dem Kind jedoch so schlecht gegangen, man hatte Mühe, dass dieses Kind überhaupt überlebt. Die Hüfte als solches ist in den Hintergrund getreten, man hat nie eine Spülung durchgeführt und Sie sehen, wenn Sie diese beiden Hüften miteinander vergleichen, dass hier der gesamte Hüftkopf weg ist. Also das ist alles vollständig zerstört. Dieser Anteil hier, das ist dieser Anteil des Schenkelhalses. Der Hüftkopf hier als solches fehlt auf dieser Seite vollständig. Das kann eine Folge eines solchen Infektes sein, wenn er nicht erkannt und behandelt wird. Ich möchte nun übergehen zur nächsten Erkrankung, eine sehr schwierige Erkrankung. Das ist die Perthes-Erkrankung, die sogenannte Durchblutungsstörung des Hüftkopfes. Die Diagnose dieser Erkrankung wird häufig sehr verzögert gestellt, insbesondere deshalb, weil sie sich, wie vorhin erwähnt, ähnlich äußert wie ein Hüftschnupfen. Die Kinder, die wir sehen, haben meistens schon während längerer Zeit, manchmal Monate, Probleme und erst dann wird die Diagnose gestellt. Ein Grund hierzu ist auch, meistens geht es den Kindern sehr gut und während den ersten 3 Monaten dieser Erkrankung können sie im Röntgenbild noch keine Veränderungen sehen, welche nachher eigentlich speziell für diese Erkrankung sind. Es gibt einige Risikofaktoren. Interessant ist hier insbesondere auch, dass viele soziale Faktoren hier mitspielen. Zum Beispiel auch Kinder, welche sehr überaktiv sind, leiden deutlich häufiger über dem sogenannten Perthes wie andere Kinder. Die Therapie dieser Erkrankung ist, wenn immer möglich, konservativ und erst dann, wenn sich abzeichnet, dass der Hüftkopf aus der Pfanne wandert im Rahmen der zunehmenden Zerstörung und auch später Heilung, dann braucht es gelegentlich eine Operation. Was sehr wichtig ist, das ist insbesondere für uns wichtig, dass wir das den Eltern schon von Anfang an korrekt übermitteln und dass die Eltern das auch wahrnehmen, realisieren. Diese Erkrankung ist nicht eine Frage von Wochen, sondern dieses Problem dauert Monate bzw. Jahre. Der Durchschnitt ist in etwa 2 Jahre, gelegentlich geht es ein Zweiteljahr. Es kann aber auch sein, dass die ganze Erkrankung von Beginn bis zur Ausheilung bis und mit 3 Jahre andauern kann. Wichtig auch, die Prognose ist abhängig vom Alter des Kindes bei Beginn der Erkrankung. Wenn ein Kind unter 5 Jahre alt ist, dann ist in der Regel die Prognose sehr gut oder gar ausgezeichnet. Wenn das Kind älter wie 8 Jahre ist, dann ist die Prognose in der Regel schlecht. Im Alter von 5 bis 8 kann die Prognose gut oder seltener schlecht sein. Hier ein solches Beispiel anhand der Röntgenbilder. Wir sehen die erkrankte Hüfte hier auf der rechten Seite des Kindes, von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite. Wenn man schaut, sieht man einfach, dass diese Hüfte, die Wachstumszone hier nicht mehr so hoch ist wie auf der gesunden, auf der linken Seite. Das heißt, sie ist ein wenig zusammengesittert. Wenn wir dann weitergehen, sehen Sie schon einen deutlich ausgeprägteren Befund. Bei diesem Kind ist der ganze Hüftkopf betroffen durch die Durchblutungsstörung. Wir sehen nur noch einen feinen Streifen. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu einer sogenannten Fragmentation, das heißt, diese übrig gebliebenen Knochenanteile, die zerbröckeln. Zusätzlich, was Sie hier auch sehen können, das ist das große Problem bei diesen Kindern, dieser Hüftkopf wandert langsam in diese Richtung aus dem Gelenk, insbesondere wenn Sie das mit diesem Zustand vergleichen. In einem solchen Moment benötigt dann dieses Kind nicht nur Physiotherapie, Schonung und allenfalls Medikamente, sondern dann ist auch in der Regel eine operative Intervention angezeigt. Heute führen wir in der Regel bei
dieser Problematik eine sogenannte Triple-Osteotomie durch. Triple heißt, dass wir den Beckenknochen rund um das Hüftgelenk an drei verschiedenen Orten durchtrennen. Hier oben im Bereich der Beckenschaufel, hier unten im Bereich des oberen Schambeinastes und dann hier unterhalb des Gelenkes im Bereich des Sitzbeines. Diese Schnittführung erlaubt uns, dass wir das Gelenk als solches mobilisieren können und über den Hüftkopf drehen können. Das heißt, wir versuchen, diesen Hüftkopf, der hier nach außen gewandert ist und hier am Pfannenrand einhängt, wieder einzufangen. Wenn der Hüftkopf wieder hier in der Pfanne sitzt, dann hat er die Möglichkeit, sich im weiteren Verlauf, das ist das Glück des Kindes, wieder schön, wieder besser aufzubauen, wie wenn er hier draußen bleiben würde. Wenn der Hüftkopf hier draußen bleibt, dann entsteht in der Regel eine Walze, eine Rolle, die nur noch eine Biegung und eine Streckung des Gelenkes erlaubt. Wenn der Hüftkopf aber hier drin ist, dann sehen Sie, entsteht über die Monate hinweg ein Gelenk, das sogenannt kongruent ist. Kongruent heißt, die Pfanne und der Hüftkopf passen von der Rundung her recht gut zusammen und das erlaubt, dass dieses Gelenk sich dann wieder mehr oder weniger normal drehen, bewegen lässt. Das führt natürlich dann auch dazu, dass das Risiko einer späteren, frühzeitigen Arthrose viel geringer ist. Noch einmal zur Differentialdiagnose des hinkenden Kindes. Wie bereits erwähnt, es muss immer die septische Coxitis, die bakterielle Entzündung des Gelenkes ausgeschlossen werden, insbesondere im Vergleich zum Hüftschnupfen. Dann wichtig auch zu wissen, dass der Morbus Pertes, die Durchblutungsstörung, in der ersten Zeit sich äußern kann wie eine banale Coxitis fugax. Und was ich bis jetzt noch nicht angetönt habe, man muss auch immer daran denken, dass ortsferne Probleme Hüftschmerzen verursachen können, insbesondere Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule können sich gelegentlich auch bei Kindern im Sinne einer Hüftproblematik äußern. Ich möchte nun vom hinkenden Kind übergehen zur schmerzhaften Hüfte. Die schmerzhafte Hüfte, das ist ein Problem, das wir in der Regel jenseits des 10. Lebensjahres antreffen. Es handelt sich hierbei um ein relativ breites Spektrum. Für uns sind die hier aufgezählten Erkrankungen im Vordergrund. Die Epiphyseolyse, ich werde Ihnen zeigen, was das ist. Die Impingement- oder Einklemmhüfte, welche heute auch bei Erwachsenen ein sehr großes Thema ist. Und natürlich in Abhängigkeit des Alters, der vermehrten sportlichen Tätigkeit, auch das Auftreten von Sportverletzungen. Gemeinsam ist diesen Problem, wie bereits erwähnt, dass sie in der Regel alle nach dem 10. Lebensjahr auftreten. Meistens handelt es sich mit Ausnahme akuter Sportverletzungen um ein chronisches Problem. Und bei all diesen Problemen ist in der Regel eine Normalisierung mit Ausnahme der Sportverletzungen nur mittels einer Operation erreichbar. Das Leitsymptom der schmerzhaften Hüfte ist, wie der Name das sagt, der Schmerz. Aber ganz wichtig ist, dass der Schmerz sehr häufig nicht in der Hüfte ist, sondern im Knie. Bei einem Kind, das Knieschmerzen hat, muss man immer daran denken, dass die Ursache in der Hüfte liegen könnte. Insbesondere im Rahmen der Problematik der Epiphyseolyse wird das sehr häufig nicht erkannt bzw. die Problematik verpasst. Das heißt, die meisten dieser Kinder mit dieser Erkrankung sehen wir erst Monate nach Erkrankungsbeginn. Was ist nun diese Epiphyseolyse? Bei der Epiphyseolyse handelt es sich um eine Erkrankung, bei der der Hüftkopf, eigentlich die Wachstumszone des Hüftgelenkes, vom Schenkelhals abrutscht.
Ursache hierzu ist, dass die Wachstumszone insbesondere kurz vor der Pubertät weicher wird, verletzbarer ist, und wenn dann andere Faktoren wie ein Übergewicht oder dann eine zu schlechte Innendrehfähigkeit oder eine zu starke sportliche Tätigkeit im Sinne einer Überforderung der Hüfte dazukommen, dann kann dieser Prozess in Gang gesetzt werden. In der Regel ist das ein sehr, sehr langsamer Prozess. Dieses Bild, das Sie hier sehen, das sehen Sie eigentlich nie akut. Auch diesem Problem sind Schmerzen während vielen Monaten vorangegangen. Meistens führt dann ein Misstritt oder ein banales Trauma im Turnunterricht dazu, dass der Hüftkopf, der vorher ganz langsam Stückchen für Stückchen abgerutscht ist, auf einmal ganz stark abrutscht. Wie bereits erwähnt, diese belastungsabhängigen Knieschmerzen, denken Sie daran, wenn Ihr Kind Knieschmerzen hat, es muss nicht nur das Knie sein. Den Abrutschprozess und somit auch die Therapie bestimmen wir aufgrund des Ausmaßes dieses Abrutschens. Und wichtig, das ist auch sehr wichtig in der Kommunikation mit den Eltern, dieses Abrutschen ist sehr häufig doppelseitig in bis zu 40%. Und deshalb ist es auch so, insbesondere bei Kindern, die noch ein großes Wachstumspotenzial haben, muss man auch die gesunde Gegenseite sogenannt prophylaktisch operieren. Das heißt, man muss die gesunde Hüfte schützen, dass es nicht auch zu diesem Abrutschprozess kommt. Wird diese Problematik rechtzeitig erkannt und entsprechend therapiert, ist auch hier die Prognose eigentlich gut. Ich zeige Ihnen zwei Beispiele. Ein Beispiel eines Kindes, bei dem der Abrutschwinkel nicht so stark war. Diese Bilder, die Sie sehen, das sind Bilder, welche von der Seite her gemacht wurden. Sie können hier erkennen, die Wachstumszone oder der wachsende Teil des Hüftkopfes, und das ist der Schenkelhals. Und dieser Ecken, der würde eigentlich hier hingehören. Das heißt, das ist nach hinten gewandert. Die Operation in dieser Situation bei einem geringen Abrutschwinkel besteht darin, dass man das weitere Abrutschen mit einer solchen Schraube verhindert und dann diesen Überstand hier, der ins Gelenk eintreten kann und das Gelenk zerstören kann, dass man diesen Überstand mittels einer Gelenkspiegelung, also arthroskopisch, wegfräst. Das ist in dieser Situation die heute gängige Therapie. Wenn Sie eine Situation wie diese haben, in der der Hüftkopf sehr weit nach unten gerutscht ist, dann sind Sie nicht in der Lage, das korrekt in situ, also in dieser Position, zu fixieren und alles das wegzutragen. Dann sind Sie gezwungen, dieses Hüftgelenk eigentlich auszubauen, eine sogenannte chirurgische Hüftluxation zu machen und diesen Teil des Oberschenkelknochens, den Kopf, wieder korrekt auf den Schenkelhals zu setzen. Diese Operation ist in erster Linie deshalb gefährlich, weil die Gefäße, die den Hüftkopf versorgen, die ziehen hier hinten durch und gehen genau an dieser Stelle hier in den Hüftkopf. Alleine dieses Geschehen, dieser Prozess, also das Abrutschen als solches, kann dazu führen, dass diese Gefäße zerstört werden, dass dann auch der Hüftkopf kaputt geht. Aber natürlich auch bei der Operation besteht dieses Risiko der sogenannten Hüftkopfnekrose, der Durchblutungsstörung, ähnlich wie beim Morbus Pertes. Ich möchte nun von dieser Problematik weitergehen zu einem Problem, das uns mehr und mehr beschäftigt. Einerseits, weil das erst vor Jahren als solches entdeckt wurde, andererseits, weil unsere Jugendlichen immer mehr Sport treiben. Ich möchte übergehen zur sogenannten Impingement- oder Einklemmhüfte. Die Einklemmhüfte ist durch das bedingt, dass die Hüfte nicht genügend beweglich ist, das heißt in erster Linie die Innendrehfähigkeit fehlt. Wenn die Innendrehfähigkeit fehlt, dann schlägt der Hüftkopf
an der Hüftpfanne an und dann führt das über die Zeit hinweg zu einer zunehmenden Schädigung des Hüftgelenkes und schlussendlich zur Auslösung einer späteren Arthrose, einer frühzeitigen Gelenkabnutzung. Dieses Problem ist durch drei Varianten bedingt. Ich werde Sie nachher kurz auf diese hinweisen. Diese Kinder haben meist belastungsabhängige Schmerzen, entweder in der Leiste oder dann auf der Außenseite des Hüftgelenkes. Wenn man ein solches Kind untersucht, dann können sie ihre Hüfte nicht einwärts drehen. Typisch ist auch, dass sehr häufig schon die Eltern, zumindest der Vater meistens, auch eine verminderte Innendrehfähigkeit hat und sich auch dahingehend äußert, dass er immer wieder Hüftschmerzen hat. Oder der Vater hat schon eine Hüftprothese, weil das Gelenk frühzeitig kaputt gegangen ist. Also wir können dort eine gewisse genetische Komponente bezüglich dieser Problematik erkennen. Die Diagnose kann im Röntgen gestellt werden, meist wird sie dann durch ein zusätzlich angefertigtes MRI, eine Magnetresonanzuntersuchung, bestätigt. Der Vorteil des MRIs ist derjenige, dass er uns auch zeigt, ob schon eine Gelenkschädigung vorliegt. Glücklicherweise ist das bei Kindern in der Regel noch nicht der Fall. In der Regel sieht man das frühestens nach dem 16., eher 18. Lebensjahr, dass schon eine Schädigung des Gelenkes vorhanden ist. Wichtig zu wissen ist, dass diese Problematik nicht konservativ gelöst werden kann. Sie können die Beweglichkeit nicht mittels einer Physiotherapie verbessern. Dies aus dem Grund, es ist eine anatomische Problematik. Noch einmal, was heißt Impingement? Es ist ein Anschlagen des Schenkelhalses am Pfannenrand und Sie sehen hier auf diesem Bild den Hüftkopf und dieser Hüftkopf wurde aus dem Gelenk ausgebaut und hier können Sie sehen, dass Schädigungen vorhanden sind wie Prellmarken. Dieser Teil, der hat immer an der Pfanne angeschlagen. Hier sind die Gründe für diese Problematik aufgezählt. Es kann sein, dass der Oberschenkelknochen in sich selbst zu wenig stark nach vorne gedreht ist. Es kann sein, dass das sogenannte femorale Offset vermindert ist, das heißt, dieser Teil wäre zu flach, anstatt dass er schön rund ist. Und der dritte Grund wäre dann, dass die Pfanne nicht richtig im Raum steht, das heißt, die Pfanne wäre nach hinten gedreht oder die Überdachung ist im vorderen Bereich der Hüfte zu stark ausgebildet. Bei Kindern müssen wir uns wegen des noch nicht abgeschlossenen Wachstums in der Regel auf die Rotationsproblematik des Oberschenkelknochens, auf die sogenannte femorale Retrotorsion konzentrieren. Sie sehen hier eine CT-Untersuchung. Die obere Linie stellt eine Linie durch den Schenkelhals dar, die untere durch die hintere Ebene des Kniegelenkes. Dieser Winkel sollte eigentlich in etwa 15 Grad sein, hier wäre er 0. Und bei diesen Kindern kann man eine Umstellungsoperation des Oberschenkelknochens, wie hier dargestellt, durchführen und diesen Winkel auf normale Werte, das heißt um 15 Grad, einstellen. Das behebt zumindest diese eine Komponente des Impingements. Das Problem des Impingements ist, dass meistens mehrere Komponenten an dieser Problematik beteiligt sind und nicht nur eine. Wenn die Kinder dann ausgewachsen sind, also keine Kinder mehr sind, dann gibt es natürlich andere Therapiemöglichkeiten. Die meisten dieser Patienten können heute arthroskopisch behandelt werden. Ganz kurz möchte ich auf die Sportverletzungen eingehen. Typisch als akute Verletzung, insbesondere bei Jungs, die Fußball spielen, ist der Abriss des Streckmuskels des Kniegelenkes am Becken. Das wäre der sogenannte Rectus. Als chronische Verletzung, insbesondere bei Ballettösen, findet man Wachstumsstörungen oder
sogar Ermüdungsfraktoren im Bereich der Ansätze der Oberschenkelmuskulatur auf der Innenseite, im Bereich der Leiste oder hin zum Sitzbein. Bei diesen Problemen ist die Therapie immer konservativ, das heißt schonen, allenfalls Physiotherapie mit Dehnen und Kräftigen und natürlich bei diesen Kindern sehr wichtig, immer eine entsprechende Sportpause, was jedoch sehr häufig, insbesondere wenn die Eltern sehr ehrgeizig sind, schwierig durchzusetzen ist. Die Prognose als solches ist jedoch immer gut. Hier zwei solche Beispiele. Ich habe bezüglich des Ausrisses des Streckmuskels kein akutes Bild oder kein Bild einer akuten Situation. Hier sehen Sie einen Jungen, der hatte circa 3 Monate vorher beim Fußballspielen sein Knie überstreckt, zu stark auf einen Ball eingetreten. Der hat sich hier den Muskel ausgerissen und das, was Sie hier sehen, das ist schon der geheilte Zustand. Er hat im Seitenvergleich einen riesen Knochenaufbau gemacht. Also das heilt immer, gelegentlich heilt es überschießend. Gelegentlich kann dieses überschießende Wachstum auch dazu führen, dass dieses Hüftgelenk nicht mehr ganz normal beweglich ist. Unten sehen Sie ein Mädchen, das nicht nur intensiv, sondern extensiv Ballett betrieben hat. Wir sehen bei diesem Kind, das ist das Hüftgelenk ganz weit hinten, schon im Bereich des Sitzbeines. Sie sehen hier Flüssigkeit im Knochen und auch hier vermehrt Flüssigkeit. Bei diesem Kind liegt eine chronische Problematik des Ansatzes der vorher erwähnten Muskulatur am Becken vor. Auch hier reicht die konservative Therapie und insbesondere die vorübergehende Schonung. Als letztes möchte ich noch eine für uns sehr wichtige Gruppe erwähnen. Das sind die Kinder, welche eine Zerebralparese haben, insbesondere Kinder, die wegen dieser Zerebralparese nicht gehfähig sind, das heißt im Rollstuhl sitzen, die leiden in bis zu 75% unter einer sogenannten neurogenen Hüftluxation. Das heißt, bei diesen Kindern ist das Hüftgelenk anfänglich völlig normal, aber weil diese Kinder keine normale Muskelkontrolle über ihr Gelenk haben, kommt es zu einer Formveränderung der Hüftpfanne und über die Jahre hinweg, meistens zwischen dem 2. und 6. Lebensjahr, wandert dann der Hüftkopf aus dem Gelenk und schlussendlich haben wir eine Hüftluxation. Diese Hüftluxation bereitet diesen Kindern sehr häufig Schmerzen, Schmerzen so, dass sie nicht mehr in der Lage sind, normal zu sitzen, sodass die Eltern sie nicht mehr richtig pflegen können, zum Beispiel Windel wechseln. Im schlimmsten Fall können diese Kinder nicht einmal mehr richtig liegen, machen deshalb Druckstellen, machen deshalb schwache Knochen und all das führt dann zu vielen anderen Problemen. Die Therapie dieser Problematik ist immer operativ. Die Prognose als solches, wenn die Operation korrekt erfolgt, alle notwendigen Teile umfasst, ist jedoch sehr gering. Die Reluxation ist ein Problem, das wir nur sehr selten sehen. In der Literatur ist sie mit weniger wie 5% beschrieben. Hier ein solches Beispiel eines Kindes mit einer Hüftluxation. Sie sehen hier, die linke Hüfte ist aus der Pfanne ausgetreten, noch nicht vollständig, aber weitgehend. Sie sehen auch, dass die Form dieser Pfanne viel zu steil nach oben geht im Vergleich zu dieser Pfanne und dass der Winkel des Schenkelhalses zum Oberschenkelknochen viel zu steil ist. Bei diesem Kind muss man eine dreiteilige Operation machen. Man muss einerseits die Hüftpfanne vorbereiten, dass sie den Kopf überhaupt wieder hier in die Normalposition bringen. Man muss den Beckenknochen oberhalb der Hüftpfanne ummeißeln, nach unten klappen, sodass das Pfannendach wieder eine korrekte Position hat. Und man muss auch den Oberschenkelknochen umstellen, in erster Linie verkürzen und wie bereits schon beim ersten Kind erwähnt,
Diese Verkürzung können Sie ausnützen in dem Sinne, dass Sie dieses Stückchen Knochen hier oben in der Pfanne einbringen, so dass die Hüfte ihre Position beibehalten kann. Der Oberschenkelknochen als solches muss mit einem Implantat, mit einer Platte fixiert werden. Wenn diese Problematik nur einseitig ist, muss man aus Symmetriegründen wegen der Beinlänge, wegen der Beweglichkeit einerseits und andererseits jedoch auch aus prophylaktischen Gründen die Gegenseite auch mit operieren. Das wird heute empfohlen. Früher haben wir das nicht gemacht, aber in der Literatur hat sich das nun durchgesetzt, dass man die zweite Seite auch operiert. Bei der zweiten Seite genügt jedoch in der Regel eine alleinige Umstellungsoperation des Oberschenkelknochens, um den Hüftkopf wieder besser hier in die Mitte des Gelenkes zu zentrieren und eine normale Entwicklung des Gelenkes erlauben zu können. Das wäre meine Präsentation gewesen zu diesen Hüftproblemen. Wenn Sie jetzt Fragen haben, dürfen Sie die gerne an Herrn Ramseier und an mich stellen.